Oh. Jetzt fahren wir jetzt in den Untergrund. Könnte es sein? Vor allen Dingen werden wir jetzt auch nicht zu schnell, wenn es bergab geht. Mal gucken. Macht das irgendwas? Gibt es da irgendwie... Nee? Das ist lustig. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir runter zu fahren, dass er automatisch beschleunigt. Macht doch komischerweise nicht. Ich dachte immer, das wäre durch diese Verhältnisse bergauf, bergab automatisch gegeben. Hm. So. Wieso tragen die hier Schlaghosen? Sind die nicht eigentlich aus der Mode? Naja, in Amerika ticken die Uhren halt schon ein bisschen anders. So. Stopp. Brav. Wo sind wir hier? Was ist das? Das... Ach, da geht... Hä? Da geht noch ein Bahnsteig oben drüber. Interessant. Das ist ja mal interessant. Wieso geht da ein Bahnsteig oben drüber? Wo kommt der denn her? Wo führt der hin? Okay, das scheint so eine Art Knotenpunkt zu sein, wie es aussieht. Wo mehrere Subways... Subways, ich will es nicht schon wieder falsch sagen. Mehrere Züge gleichzeitig ihren Dienst tun. Also es kann durchaus so passieren, dass über mich drüber plötzlich noch ein Zug fährt. Solange er nicht durchbricht und auf mich drauf stürzt, ja. Ist das halb so wild? Ja, und man muss natürlich auch sagen, diese amerikanischen Zuglinien... Oh, 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 oh. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht so schnell. 24 km/h, das ist heftig. Das ist extrem heftig. So, jetzt komme ich hoffentlich hier den Berg noch hoch. Die sind auch vom Bau her sehr eng, oder? Wenn man mal hier so guckt, also viel Platz links und rechts ist da ja eigentlich nicht mehr. Wenn da einer steht, der wird glatt mal mitgerissen oder darf springen. Und wenn er springt, naja, ich weiß nicht, ob das nicht wehtut, wenn der da runterfällt. Ach hier, guck mal, was da kommt. Hallo. Was hat denn der vorne draufstehen? Sieht man das? Sieht man nicht. Schade. So, ja, ich weiß, ich fahre extrem langsam im Moment. Warum, kann ich euch gar nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich Schiss habe zu entgleisen bei 24 km/h. Jetzt dürfen wir wieder 32 fahren. Gehen wir mal ein bisschen auf Beschleunigung. So. Genug beschleunigt, wieder ein bisschen runter. Das ist aber scheinbar wirklich so ein Knotenpunkt hier. Weil hier doch relativ viel los ist an Zügen momentan. Ja, und man hat vor allen Dingen immer in diesen Ecken da, in diesen engen Kurven, wie gerade wieder, hat man schon so ein bisschen dieses Gefühl, hoch, gleich breche ich irgendwie da durch die Planke und stürze auf die Straße. Ist natürlich nicht so. Die Geländer wirken halt schon sehr verrostet teilweise. Das ist, ist ja auch so Amerika-like, ja. Gut, gibt's bestimmt bei uns auch, aber... Ich meine, ich habe es ja im Vorstellungsvideo schon gesagt, man beachte mal dieses Cockpit hier. Das sieht auch nicht mehr so allzu sehr neu aus. Halt an. Brav. Oh, da geht sogar... Hier, da kann man sogar runterlaufen. Ich frage mich ja, ob man das wirklich kann. Eigentlich müsste ich theoretisch jetzt mal aussteigen und dahin latschen und mich mal ein bisschen umschauen. Aber wir wollen ja hier auch möglichst die Zeiten einigermaßen einhalten. Jetzt sehe ich wieder nicht, ob die Türen zu sind. Brauche ich auch nicht. Die Zeiten einhalten. Und wenn ich jetzt natürlich da aussteigen würde und würde da rumlatschen, dann würden wir natürlich noch mehr Verspätung erhalten. Wir haben jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Gut, das ist jetzt eben auch durch die extreme, ja, durch dieses extreme Langsamfahren von mir zu verantworten. Macht aber nichts. Wir machen ja jetzt hier unsere erste Fahrt. Ich muss ja auch erstmal ein bisschen reinkommen, ist ganz klar. Und was haben wir denn da links? Was ist das denn? Eine Firma. Sieht so aus. Das ist eine Baufirma. Und da versucht gerade wieder jemand, meine Tür zu öffnen, obwohl ich ja drehe. Es gibt halt Leute, die lernen es nie. Man kann es noch so oft sagen. Also so nach dem Motto, ich drehe jetzt. Ja, ist gut. Wir stören nicht. Ja? Und dann kurz drauf, Türgriff. Ja? Man kennt es.
Hallo. Okay, ich habe gerade eben G gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gedrückt habe. Jedenfalls ist es jetzt an. Ja. Nochmal hupen. Ich glaube, ich habe die Hupe kaputt gemacht. Die Hupe geht nicht mehr. Oh. Oh, 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 oh. Langsamfahrbereich. Okay. Das sieht jetzt auch gerade sehr interessant hier aus. Ach, schaut mal, wo wir hinfahren. Wir fahren in den Untergrund. Und wechseln wir auch das Gleis? Nein, wir wechseln nicht das Gleis. Dürfen wir wieder ein bisschen schneller fahren? Dürfen wir. Das ist aber lieb. So, mal F1 drücken. Was F1 sagt? Achterbahnstation ist einfach darauf. Ja, da steht nichts Wichtiges. Also können wir direkt so weiterfahren wie bisher. Und da haben wir auch schon die nächste Haltestelle. Mal hupen. Geht wieder. Ist wieder ganz. Oh Gott, Frau. Ich habe ihr gerade den Fuß abgefahren. Habt ihr das gesehen? Sie stand mit ihrem Fuß auf die Gleise oder zumindest im Überhang. Die stehen aber auch wirklich sehr nah hier am Bahnsteig, oder? Sollte das eigentlich so sein? Normalerweise doch nicht. Jetzt nehme ich deine Tüte mit, so. So, komm. Jetzt hier. Das ist natürlich, wenn man so langsam hier in den Bahnhof einfährt, braucht man auch ewig, bis man dann mal irgendwo am Schluss des Bahnhofs steht. Die Außenkamera kann im Tunnel nicht aktiviert werden. Ach, okay. Also fahren wir jetzt erstmal nur aus dem Cockpit raus. Ist halt so. Also Tunnelbereiche geht das nicht. Vielleicht ging es deswegen in den alten World of Subways-Teilen auch nicht. Kann natürlich auch sein. So. Gut, da gab es zwar vereinzelt Bereiche in London, wo man auch mal über Tage gefahren ist, aber ich glaube, selbst da ging das nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es nie rausgefunden. Ja, es hat wirklich den Eindruck, als würden wir jetzt unter Tage weiterfahren. Ich weiß gar nicht, wie pünktlich sind wir bisher? Immer noch 4 Minuten Verspätung. Oh, das ist armselig. Das ist wirklich armselig. Wie habe ich das wieder geschafft? Ich weiß aber, Leute, woher das kommt. Das sind diese... hallo Frosch. Das sind diese blöden Überfahrten der Bahnsteige, wo man dann wirklich auch wieder rückwärts fahren muss. Oder noch ein Stück vorwärts fahren muss. Und natürlich dann die Bremse erst wieder Druck aufbauen muss, etc. pp. Und das hält natürlich schon auf, ist ja ganz klar. So, und da sind wir wieder am nächsten Bahnhof direkt. Und ich fahre lieber ein bisschen zu langsam als zu schnell hier rein. Weil... ich, soweit ich das mitbekommen habe, kann man hier auch wirklich entgleisen und das wollte ich eigentlich nicht riskieren, weil bis jetzt läuft es ja eigentlich hier ganz gut und es wäre ein bisschen schade, wenn wir jetzt wegen einem Entgleisen abbrechen müssten. So. Gehen wir mal ganz langsam auf die Paarbremse. So, wunderbar, das hat funktioniert. Geht jetzt die Außenansicht? Nein, geht immer noch nicht. Und da könnt ihr euch jetzt wirklich neben auf den Stationsmonitor konzentrieren und auf die, genau, Klingel, die dann kommt. Jetzt ist wieder grün, das heißt, Türen sind zu. Und dann kann es auch direkt weitergehen, sobald der Druck wieder in Ordnung ist. Was ich ganz gerne nochmal vergesse, man kann theoretisch das mit dem Druck schon machen, wenn die Türen noch offen sind. Dann fährt natürlich der Zug auch schneller los. Also keine Sorge, das habe ich auch rausgefunden, aber ich vergesse es immer nochmal gerne. So, wir dürfen fahren 40. Das heißt, ich schalte noch mal einen Gang höher. Ja, ich habe das ja schon öfteres Mal gesagt bei World of Subways 3 oder ich glaube auch schon jetzt hier während der Startvorbereitung im Tutorial, im Depot, wie auch immer. Also was Simulatoren angeht, die Subways angehen, das hat hier Mel halt auch wirklich drauf. Also das sieht hier wirklich schon wieder super aus. Sowohl drin als auch draußen. Man fühlt sich da richtig heimisch. Ja. So richtig schön im Untergrund. Ich frage mich nur gerade, warum darf ich denn jetzt hier so plötzlich so schnell fahren? 65? Das ist aber schon ziemlich heftig, oder? Na gut, dann machen wir das.
Ich habe nur mal die Sorge, dass das Signal irgendwann umspringt und ich schaffe es nicht mehr zu bremsen und hau irgendwo raus. Jetzt können wir den Zug natürlich mal richtig schön ausfahren. Weil 65 km/h ist natürlich schon, relativ schnell. So, mal ein bisschen runterstellen. Ja, wie mir scheint, ist das jetzt auch eine etwas längere Stelle, wo man keinen Bahnhof sieht. Und es ist halt auch wirklich verdammt eng hier in diesen Tunnelsystemen in den USA. Ich weiß nicht, da kommen mir irgendwie die deutschen Tunnelsysteme ein bisschen breiter vor. Also da hat man links und rechts wirklich nicht wirklich Platz. So, wirklich nicht wirklich Platz. Wirklich nicht viel Platz, ja. Sich zu bewegen. Jetzt sollte aber langsam mal wieder ein Bahnhof kommen. Die Leute wollen doch auch mal raus. Hallo. Ich frage mich gerade, kann man hier eigentlich aufstehen, durch den Zug laufen, während der Zug fährt? Stehe ich mir auch witzig vor. Und da geht die Geschwindigkeit auch schlagartig auf etwas niedrigeres Niveau, wo man jetzt wieder aufpassen muss, dass man nicht entgleist. Ihr habt ja gerade gesehen, also man muss echt aufpassen. Man fährt da so schön gemütlich mit Fullspeed da durch die Tunnel. Irgendwann, schwupp, nur noch 40, ja. Und wenn man dann natürlich da durchheizt und passt nicht auf, ist man mal ruckzuck aus den Gleisen geflogen. So, jetzt sind wir, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind Grand Central, keine Ahnung. Ich vermute mal, das ist so die vorletzte oder letzte Station sogar, wenn ich so auf die Zeit schaue. Fahren wir einfach mal weiter. Na? Hallo, Druck. So, was dürfen wir fahren? Wir dürfen fahren 32. Dann machen wir das mal. Was ist denn das daneben? Dumm, die dumm, die dumm. Jetzt müsste eigentlich schon hinschreiben, was die nächste Station ist. Ist auch ein bisschen schade. Da steht immer noch die Grand Central. Grand Central. Grand Central Station. Grand Park. Ja, das ist er noch nicht. Ich bin ja mal auf die Verspätung gespannt. Ich weiß, im Moment fahre ich ein bisschen übervorsichtig, aber hier kommen doch relativ viele enge kleine Kurven, wo ich der Meinung bin, oh, da fliegst du doch ganz gerne mal raus. Hier stehen schon wieder keine Leute. Will hier wieder keiner mit? Wahrscheinlich brauchen wir hier gar nicht halten, oder? Ich fahre jetzt einfach mal durch. Ich gehe von aus, wo keine Leute stehen, dann brauchen wir auch nicht anhalten. Oh, da steht doch jemand, da steht doch jemand. Nein. Halt an. Ah! Ah! Das war eng. Wieso standen da die ganze Zeit noch keine Leute? Das ist aber sehr gemein. Ja. Jetzt wäre ich fast an ihm erst vorbeigefahren. Ohne es mitzunehmen, ohne sie mitzunehmen, ohne ihn mitzunehmen. Wenn ich jetzt wüsste, was es war, würde ich es näher definieren, aber na, das ging eben so schnell. Haben wir aber wirklich gut geschaltet, sonst wären wir hier voll durchgerast. So, jetzt habe ich gerade ein gelbes Signal da dargestellt. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was gelbes Signal bedeutet. Ich glaube, Achtung oder sowas. Wir passen auf. Jetzt ist es grün geworden. So, jetzt ist es wieder mal gelb. Ich hoffe mal, es wird gleich wieder grün. Ich glaube, das bedeutet so viel wie Vorsicht gleich rot oder so. Ich hoffe, ich darf fahren. Ich sehe zumindest als nächstes Signal ein rotes Signal. Und ich sollte vielleicht nochmal ein Stückchen schneller fahren wieder. Bei 12 km/h ist ein bisschen wenig. Ach,
wir sind am Times Square, deswegen habe ich ein rotes Signal. Jetzt verstehe ich das erst. Leute, wir haben es wirklich geschafft. Ohne Unfall bisher. Wenn ich es jetzt noch schaffe, hier vernünftig zu parken, dann bin ich richtig stolz auf mich. Dann klopfe ich mir nicht auf die Schulter. Ja. Dann renne ich vor Freude gegen die nächste Wand. So. Oder fahre in die Wand da vorne rein. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind da. Möchtest du weiter im Schichtplan fahren? Nein, will ich nicht. Ich will erstmal zurück ins Depot. So, jetzt bekomme ich eine Auswertung. Auswertung, Karl Napf. Spielzeit 43 Minuten 59. Zurückgelegte Distanz 13.658 Meter. Anzahl beförderter Fahrgäste 1.103. Boah, das ist aber Wahnsinn. Anzahl der Verspätungen 11. Verspätungen in Minuten 20. Verspätungsdurchschnitt 1 Minute. Anzahl der Verfrühung 0. Ja, also ich habe keinen Fahrgast vertrieben. Verfrüht 0. Verfrühung in Minuten 0 Minuten. Verfrühungsdurchschnitt 0 Minuten. Ja, also verfrüht sollte man auch dann länger warten, ist klar. Da braucht man dann auch den Zeitraffer, aber naja. Stationen, in denen korrekt gehalten wurde, gibt es das auch in der Auswertung? 18 Stationen, in denen nicht korrekt gehalten wurde, 0. Stationen, in denen nicht gehalten wurde, 1. Ja, da war doch auch keiner, der wollte doch da irgendwie gar nicht rein. Mit eingeschalteter Klimaanlage gefahren, 0%. Mit eingeschaltetem Frontlicht gefahren, 100%. Stationen, in denen mit Aufblendlicht eingefahren wurde, 19. Ja, also alle. Ja, also diese eine Station, da wollten wohl doch Leute raus oder rein. Keine Ahnung, aber da stand zumindest keiner. Beschleunigungsfehler, zu stark beschleunigt, 0. Oh, Bremsfehler, zu stark gebremst, 0. Stationen, in denen als Schaffner auf das Schild gezeigt wurde, 0. Stationen, in denen der Schaffner selbst gespielt wurde, 0. Bewertung der Fahrt, 42%. Naja gut, ich sag mal, für den Anfang, für die erste Fahrt, bin ich persönlich mit mir jetzt erstmal zufrieden. Schließen. So, und wir kommen zurück ins Depot. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut hier machen. Ich latsche mal wieder hier zu meinem Getränkehalter, zu meinem Getränkespender. Wasserspender, wie auch immer, werde jetzt gleich nochmal einen Becher Wasser kübeln. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns dann auf der nächsten Fahrt wieder. Da werden wir uns dann nochmal zusammen die Fahrt bei Schnee angucken. In die Gegenrichtung. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal, den Julian auch irgendwie mitzunehmen. Mal schauen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. War vielleicht jetzt auch ein bisschen trocken am Anfang. Aber ich musste mich jetzt hier erstmal reinfinden. Ich denke mal, das wird jetzt auch immer besser klappen. Und ja. Ich sage mal, bis zum nächsten Part. Macht's gut dabei, Leute. Und bis denne. Tschüss.